habe ich gehört, dass wir einen präsentieren wollen. Ich finde es erstmal gut, dass Kreuzer es macht mit Mike Büskens zusammen. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass wir auch die nächsten 5 Spiele mit den beiden bestreiten sollten. Und dann könnte der neue Trainer, der kommt, hätte dann genug Zeit, die Mannschaft kennenzulernen, seine Philosophie der Mannschaft beizubringen und aber auch jedem Spieler zu erklären, was es heißt, für den FC Schalke 04 zu spielen. Weil es ist einfach was Besonderes für die Fans, für die Stadt und diesen Verein zu spielen. Das muss jeder Spieler verinnerlichen. Und der Trainer, der kommt, muss auch schnellstmöglich den Draht zur Mannschaft finden, muss aber auch den Draht zu den Fans finden. Und das ist auf Schalke sehr wichtig. Und das haben die letzten Trainer, die wir hatten in den letzten 2, 3 Jahren, irgendwie nicht geschafft, diese Verbindung zu den Fans herzustellen. Ich habe immer gesagt, zu Schalke hätte hervorragend Baumgart gepasst damals, als die Position frei war, weil er versteht es, die Fans mit ins Boot zu nehmen. Und so einen Trainer brauchen wir, der auch Schalke lebt. Du bist ja jede Woche in Gelsenkirchen quasi zu Besuch mit deinem Imbisswagen. Hin und wieder habe ich gehört, gesellt sich auch ein bisschen Fußballprominenz dazu. Also die Fans natürlich auch. Deswegen nehmen wir uns vielleicht noch mal mit. Also was bewegt die gerade? Was wünschen die sich? Wie viel Sorgen machen die sich, dass es möglicherweise wieder in die zweite Liga geht? Ja, ich bin dienstags immer am Stülti-Haber in Gelsenkirchen, da kommen dann alle und wenn Schalke verloren hat, haben die gar nicht so viel Hunger. Die wollen einfach nur über Fußball sprechen. Die sind natürlich auch sehr niedergeschlagen und enttäuscht. Und ich versuche dann immer zu erklären, dass für uns in diesem Jahr der 15. Platz ein Riesenerfolg ist. Und da müssen wir aber alle Male für arbeiten, der gesamte Verein, die Fans, die Stadt, alle müssen mitarbeiten, um dieses Ziel am Ende zu erreichen. Auch ganz wichtig ist halt, und da habe ich so im Moment wieder so ein bisschen das Problem. Wir spielen so ein bisschen, haben wir gespielt in Hoffenheim, wie wir abgestiegen sind in dem Jahr. Und das darf nicht wieder passieren. Die Spieler müssen einfach wissen, sie müssen alles für den Erfolg tun. Und das wollen die Leute in Gelsenkirchen sehen. Und das ist auch der Tenor, sage ich mal, von den Leuten, die zu mir kommen. Alle sagen, Mensch, die finden und dann stehen sie auch wie eine Eins hinter der Mannschaft. Kein Hunger auf dein Ruhrpott-Essen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Didi, vielen Dank für deine Einschätzung und für deine Zeit. Und ja, irgendwann Gerne. müssen Dennis und ich auch mal vorbeikommen für deine Ja. Currywurst. Ich habe schon viel Lob Ich gehört. hoffe, das ist die beste Kürze, Ja, wir kommen wo irgendwann vorbei. Vielen Dank, schönen Abend noch. Super. Danke. Ich freue mich auf euch. Alles Gute, schönen Abend noch. So, und damit sind wir bei dem